Hier haben wir einen Rahmen. Hier haben wir einen Rahmen, der ist mit der Wand verbunden und es geht darum, hier die Einspannreaktion zu ermitteln. Das kann man auch auf zwei verschiedene Art und Weisen lösen. Wir machen das so, wir befreien hier erst einmal genau diesen Rahmen. So. Und zeichnen den hier unten nochmal hin. So, und die Kräfte sind eingezeichnet. Wir haben ein Koordinatensystem x, y, z und tragen erstmal natürlich die ganzen Unbekannten ein. Das ist in x-Richtung die Kraft, die von der Wand aufgenommen werden muss. Natürlich dasselbe dann auch in y-Richtung und natürlich hier unten dann auch in z-Richtung. Ich habe hier natürlich auch noch das Einspannmoment in x-Richtung hier. Das Einsparmoment in Y-Richtung und hier das Einsparmoment in Z-Richtung. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur für diese sechs Unbekannten im Raum die Gleichgewichtsbedingungen aufstellen und das machen wir ganz einfach. Das heißt, die Summe der Kräfte vektoriell ergeben den Nullvektor und das ist dann nichts anderes als, wenn wir das direkt hinschreiben, als AX, AY und AZ. Und jetzt schauen wir, wir haben nur Kräfte, die in Z-Richtung, in positiver Z-Richtung wirken. Also hier schreibe ich eine 0 hin, hier schreibe ich eine 0 für die Y-Komponente hin. Und dann natürlich diese drei Kräfte, also F plus GM, ne, hier vorne GM und natürlich dann plus G und das soll ein kleines m hier vorne sein. Jetzt können wir die natürlich benennen, diese Gleichung. Gleichung 1, die Y-Gleichung ist Gleichung 2, die Z-Komponente ist Gleichung 3. Und Sie sehen, AX ist gleich 0, ist natürlich gleich AY, schreibe ich hier direkt zusammen. Und AZ aus Gleichung 3, wenn ich die hier auf die andere Seite bringe, dann folgt hieraus minus F minus GM. Minus g kleines m kenne ich auch die Kraft, die die Wand in Z-Richtung aufnehmen muss, damit diese Struktur gehalten wird. Jetzt brauchen wir noch die Einspannmomente, die wir ermitteln müssen. Das schreibe ich erstmal vektoriell natürlich hin, dass die Summe der Momente, ich nehme, wähle als Punkt, um den ich die Momente bilde, den Punkt A, geben den Nullvektor, also habe ich hier mein Einspannmoment MA plus. Ja, und jetzt muss ich hier die drei Ortsvektoren auf die Gewichtskraft hier unten von diesem Quader bilden. Das ist dann RA auf Groß M, nenne ich das mal, wird gekreuzt mit G Groß M plus, was habe ich da noch? Natürlich R von A auf Klein M, also diesen Abstand muss ich dann noch kennen, kreuzt G klein m und natürlich hier auch noch auf F. F liegt dann genau auf der Wirkungslinie von GM, also habe ich hier natürlich dann noch, wenn ich das hier vorne zusammenfassen darf, an dieser Stelle natürlich noch plus F. Okay, jetzt müssen wir das eigentlich nur auflösen. Entweder machen wir das über das Kreuzprodukt oder wir machen das direkt über die rechte Handregel. Also wir können das direkt über die rechte Handregel machen, weil wir werden nur Momente in Y-Richtung hier haben, ja, wenn wir das einzeichnen. Nur Momente in Y-Richtung, das heißt, der Abstand von A nach GM ist, ich schreibe schon mal hin, MAX ist gleich 0, das ist gleich MAZ. Ja, in diese Richtung habe ich keine Momente durch diese drei Kräfte und ja, und jetzt wähle ich einfach das Momentengleichgewicht um den Punkt A, was natürlich gleich 0 ist, und wähle das Moment GM, was ich hier habe, bezüglich diesem Punkt A. Das heißt, der Abstand, den ich hier habe, dieser Abstand ist dann 2a durch 2. Es greift natürlich im Schwerpunkt von dem Quader an die Gewichtskraft und das lautet dann minus a mal GM. Und hier natürlich dann auch, ne, hier habe ich dann genau den Abstand. Ich gehe bis zu dieser Kante hier vorne und dann a halbe zurück. Dreht ebenfalls negativ, schreibe ich hin. A ist dann die 2. Dann bin ich hier hinten an der Kante von hier nach hier. Und jetzt gehe ich genau a halbe zurück, also minus 1 halb. Und das Ganze dann
mal Klammer auf, G kleines m im Index und natürlich plus f. Ja, und jetzt können wir das nach MAZ, soll das hier heißen, natürlich dann auf, MAY natürlich dann auflösen an dieser Stelle. Ja, und dann folgt hieraus das einzige, die einzige Momentenkomponente, die von der Wand aufgenommen werden muss, ist die Y-Komponente. Und jetzt kann ich die hier dann zusammenfassen. Ja, und was mache ich dann? Das schreibe ich dann einfach hin. Da muss ich einfach nur die Vorzeichen hier ändern. Also A mal Groß M plus hier vorne die Klammer, das sehe ich auch, wenn ich ein bisschen Bruchrechnung mache. Gemeinsamer Hauptnenner ist 2, ist 3 halbe A. Und dann natürlich hier hinten ganz einfach G M und dann plus F. Dann habe ich hier genau das Einspannmoment, das von der Wand aufgenommen werden muss. Sie können das ja alternativ mal über das Kreuzprodukt hier vorne noch lösen. Da muss genau dasselbe rauskommen. Aber wie gesagt, über die rechte Handregel geht es in der Regel, gerade bei so einfachen Problemen, auf jeden Fall einfacher und schneller.